und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Ziel Flugfeld. Oha. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus. Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen. Yeah, Garrus ist wieder an Bord. Suppi. James, sind Sie das, der da so schwer atmet? Die Atmosphäre ist lediglich etwas dünner als gewohnt, sonst nichts. Adrenalin sowieso lieber als Sauerstoff. Will ich mir das nur ein oder sehen diese Reaper aus wie Turianer? Sie haben recht. Sie sehen so aus. Okay, wo bleiben die Nächsten? Fertig. Na, ich weiß nicht. Wobei die Musik sagt auch das Gleiche. Die Musik geht wieder runter. Also sind wir tatsächlich schon fertig. Na gut, wir sind doch erstmal am Anfang vom Mass Effect. Das heißt, so heftig wird's noch nicht. Ich werde noch oft genug ins Schwitzen kommen. Nun gut, dann also zurück ging's hier lang, ne? Ich höre. Ich versuche immer noch den Primarchen zu erreichen, aber wir haben Ärger hier an der Hauptbarrikade. Wenn die Reaper durchkommen, sind wir erledigt. Schon unterwegs. Ab ans Geschütz. Läuft bis jetzt ganz gut. Mein Gott, man hört da wirklich auf hier. Na super. Was zum Teufel ist das denn? Achtung! Na, das war doch klar.
Hallo? Hier, Medikit hier. Erstmal hier wegrennen. Puh. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Shepard Ende. Was ein Drecksvieh. Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Wir kriegen doch garantiert Ärger. Und die Reaper immer weiter hier zu Gange. Kommen Sie doch schon. Verdammt! Sehen Sie sich Palavin an. Das orangefarbene Inferno, das Große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater, eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag, 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um, machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Ja, das hätten ist Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Hätten wir die Erde nicht verlassen, wären wir jetzt auch tot. Ein Kampf abbrechen, das kotzt mich an. Aber Sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Soldat, alles in Ordnung? Jawohl, Sir! Wir schaffen das schon! Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Jawohl, Sir. So, wollen wir hoffen, dass wir nicht zu spät kommen, dass der nächste Patriarch drauf geht. Das können wir uns, glaube ich, nicht leisten, Alter. Das war knapper, als mir lieb ist. Blöde Heuschrecke. So, ab hier gibt's kein Zurück mehr. Also, Bloco, glauben Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Oh ja. Ich mag die Kroganer. Ach was, wie vermisse ich Rex. Ich habe schon wieder den Namen von dem zweiten Kroganer in Teil 2 vergessen. Der hat sich uns seinen Namen selbst gegeben gehabt. Das klingt übel! Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Direkt hinter ihm! Thank you.
unterwegs. Achtung! Direkt hinter ihm! Ah, fuck. Wieder so ein Monster-Vieh. So, einmal bitte Splittergranaten draufballern. Splittergranaten. Splittergranate drauf. Splittergranate. Sehr schön. Puh. Hier geht's ganz schön heiß her. General Victus. Puh. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Vakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht sie woanders, General. Ich bring sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine Torianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Das ist ein Anblick. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die Turianische Hierarchie? Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Es ist von entscheidender Bedeutung. Ich brauche Sie in Bestform. Machen Sie es oder nicht? Achten Sie auf Ihren Ton, Commander. Sie kennen die Reaper genau. Sie sind sogar überqualifiziert. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die Turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt.